Okay, ihr macht gar nichts. Ihr müsst ganz schön viel Vertrauen in meinen Lebenswillen haben. So viel Vertrauen hat doch niemand in mich gehabt. Nie. Okay, so kann man es auch sehen. Nicht mal meine Mama. Okay, vielen Dank, dass ihr mir so viel Vertrauen entgegenbringt. Ich will leben. Ich will leben. Oh nein, jetzt muss ich schnell nach Hause, bevor Mama den Zettel findet. Bei sowas ist sie immer empfindlich. Jeeves muss ihre üblichen Cocktails doppelt so stark machen und dann erzähle ich ihr von meinem Entschluss. Haha, das Leben macht wieder Spaß. Was für ein Werkzeug. Ja, nichts leichter als das. Ja, was auch immer der letzte Satz bedeuten soll, mit was für ein Werkzeug. Okay, wir sind westlich von Kerzenburg. Das ist schon mal ein guter Hinweis, wo wir sind. Also ja, solche Sachen sind halt der schwarze Humor, den ich angesprochen habe. Wir haben noch ein bisschen was zum Aufdecken und das sollten wir auch hier aufdecken. Also ja, hier ist der Pfad nach Kerzenburg zurück. Den können wir uns mal kurz anschauen. Also ganz aufdecken, dass er der Vollständigkeit halber drauf ist. Ich werde halt immer gucken, auch, dass ich die Gebiete vollständig aufdecke. Aber wenn halt längere Zeit nichts passiert, dann Zeitraffer ich. Aber in diesem Fall, damit ich nicht gleich jetzt hier in dieser Aufnahmesession schon Zeitraffer muss, unterhalte ich mich halt ein bisschen noch mit euch. Also reflektieren wir mal, was jetzt passiert ist. Wir mussten Kerzenburg verlassen und wurden von einer verhüllten, gepanzerten Gestalt angegriffen unterwegs. Das steht sogar hier. Der bewaffnete Dämon wurde er bezeichnet und so sieht er eigentlich auch aus. Wir als Spieler und Zuschauer kennen ihn ja bereits aus dem Intro. Die vermummte Gestalt, die einfach den einen anderen vom Dach geschmissen hat. Aber Talisa und Imoen wissen nicht, wer das ist. Und ja, natürlich, einige von euch haben beides tatsächlich schon auch schon zigmal durch, so wie ich. Die werden auch wissen, um wen es sich da handelt. Aber wir machen ja hier ein Rollenspiel, also weiß Talisa nichts. Wir wissen nur, dass wir uns hier in dem Waldgebiet noch fertig umsehen sollten, weil wir so schnell nicht mehr hierher zurückkommen. Wahrscheinlich eher gar nicht. Deswegen gucken wir uns hier fertig um. Ist verdammt ruhig hier. Also ja, solche Kämpfe wie gerade der mit dem Kreischling sind Zufallskämpfe. Also es werden immer mal wieder zufällig Gegner platziert, die halt in das Gebiet reinpassen. Untote als Hauptgegner, was ich ja auch noch gar nicht erklärt habe. Und ja, Bären. Das mit den Bären ist auch immer eine nette Idee gewesen. Die meisten Bären sind friedlich, außer man kommt ihnen zu nah. Dann können sie aggressiv werden, wenn man zu lange in ihrer Nähe steht oder zu nah an sie rankommt. Das möchte ich allerdings vermeiden, weil ich mag Bären eigentlich. Und ich finde es schade, ein Tier zu töten, nur weil es sich bedroht fühlt. Also mich angreift, weil es sich bedroht fühlt. Das würde auch nicht zu einem neutral guten Charakter passen. So, wir haben einen neuen Gegner gesichtet. Wieder ein Kreischling. Euer Leben liegt in meiner Hand. Und diesmal schießt immer ein da neben. Oh, sie hat getroffen. Autsch. Ja, das ist der Bluteffekt, der sogar in der deutschen Fassung eigentlich nicht mehr vorhanden sein sollte, dass man hier einfach so einen Gegner so zerhacken kann. Der sollte dann eigentlich Meine einfach Hände wirst du verschwinden. erstutzen! Kann sein, dass ich das damals einfach wieder rausgemacht habe, diesen Gewaltschutz. Einfach deshalb, weil ich es komisch fand, dann vom Spielgefühl her, dass die Leichen von gequitteten Gegnern einfach verschwinden. Oh ja, das kann ich auch gleich erklären. Also erstmal zu den. Ne, machen wir erstmal das Spieltechnische. Und zwar, wie das mit dem Treffen ist. Und zwar zeige ich euch mal kurz. Wir haben hier den ETW0 und wir haben eine Rüstungsklasse, die im Augenblick 2 beträgt. Der ETW0 sagt,
was unser Trefferwurf gegen einen Gegner mit Rüstungsklasse 0 ist. Das heißt also, wenn ein Gegner Rüstungsklasse 0 hat, müssen wir bei einer Zahl von 1 bis 20 eine 17 würfeln oder höher. Wenn wir eine 20 würfeln, dann ist es ein kritischer Treffer, so wie wir ihn gerade gelandet haben, als der Kreischling in Fetzen geflogen ist. Wenn wir eine 1 würfeln, ist es ein kritischer Fehlschlag. Das heißt, wir schlagen auf jeden Fall daneben, selbst wenn wir einen ETW von 1 hätten. Vom ETW wird dann noch die Rüstung des Gegners abgezogen. Also theoretisch, wir haben jetzt hier einen ETW von 17. Euer Leben liegt in und wenn wir dann zum Beispiel einen Ork hätten, oder jetzt einen Kreischling, der eine Rüstungsklasse von 10 hat, wird die abgezogen. Das heißt, der Treffer muss... also 17 minus 10 ist 7. Das heißt, wir müssen mindestens eine 7 würfeln, um den Gegner zu treffen. So ist es mit der Rüstungsklasse. Und deswegen ist eine negative Rüstung... Oh, hier ist der Weg. Wieder. Und ein Bauer oder Passant. Tut mir leid, Kumpel. Ich habe keine Zeit zum Plaudern. Nordöstlich von Berikos ist wieder eine Karawane überfallen worden. Und diese traurige Nachricht muss ich den Großherzogen übermitteln. Als Bote hat man immer was zu tun. Ja, wir haben bereits von den Karawanen, von den Räubern gehört. So. Ich denke mal, wir folgen jetzt nicht der Straße fürs Erste, sondern gehen an der Straße vorbei, runter zur Straße und folgen dann der Straße, dass wir das von unten nach oben her abwälzen. Weil mehr als die Straße haben wir ja jetzt nicht mehr zur Auswahl. Also noch die Straße meiden, solange es möglich ist, aber irgendwann müssen wir die Straße dann doch nutzen, um gen Osten zu kommen. Und ja, so berechnet sich halt immer jetzt wieder zurück zum Kämpfen. Hallo, ihr da. Zum Spieltechnischen. Hallo, ihr da. Ah, wir werden unterbrochen. Heute ist aber viel los hier. Die ganze Nacht schon komische Geräusche und jetzt rennen alle möglichen Leute durch den Wald. Ihr seht immerhin etwas freundlicher aus als die beiden letzten. Also, Fremdling, ich heiße Kolset. Ich brauche... Also, mal sehen. Wir können ihn fragen, was er im Wald macht. Und dass wir nur gehört haben, dass er gefährlich ist. Wir können fragen, ob die beiden Fremden, die er gesehen hat, vielleicht die Yahira und Khalid sind. Dass wir Hilfe brauchen, weil wir in der Nacht überfallen wurden. Dass wir nicht wissen, wo wir hin sollen, nachdem wir überfallen wurden. Oder wir können ihn einfach misstrauen. Aber der Mann sieht ja ein bisschen stämmig gebaut aus und ein bisschen freundlicher aus. Wir fragen ihn mal, wo wir hin könnten, damit wir uns vielleicht besser orientieren können. Dieses Gemetzel im Norden ist wohl das Nachspiel zu eurem Geplänkel. Ich bin zutiefst betrübt über eure Zwangslage, kann aber nichts für euch tun. Ich habe nichts Wertvolles, was ich euch geben könnte, außer gesunden Menschenverstand und ein paar Wegbeschreibungen. Etwas östlich von hier kommt ihr an eine Kreuzung, nördlich von dort ist das Wirtshaus Freundlicher Arm. Und südlich liegt die Stadt Berikost. An beiden Orten könnt ihr unterkommen, aber die Preise im Freundlichen Arm sind etwas besser. Dort wollten wir eh hin. Außerdem ist die Atmosphäre dort besser geeignet für junge Abenteurer. Naja, ob wir das wirklich sein wollten? Jetzt sind wir halt hier reingezwungen worden. Naja, wir werden sehen, wo daraus hinausläuft. Wenn ihr nahe an der Straße entlang reist, seid ihr sicherer, aber das hängt auch davon ab, wo ihr hin wollt. Ich kann euch nicht begleiten, aber weiter die Straße entlang waren ein paar Reisende. Die bieten euch vielleicht Unterstützung an, aber achtet auf den Preis. Mir persönlich gefiel ihr Aussehen gar nicht. Ja, normalerweise... Wir können uns jetzt einfach bedanken... Und das sollten wir vielleicht auch am besten machen, weil er hat gesagt, er kann uns nichts anbieten. Und das, was er uns angeboten hat, ist schon gut genug. Wir könnten ihn noch nach mehr Hilfe fragen oder ihn oder unhöflich sein. Ich sage einfach mal Danke als neutral guter Charakter. Und gehe weiter. So lebt wohl, wie man sagt. Ja. Gut.
Hier haben wir dann den Kartenrand wieder. Also gehen Osten. Und wir haben von ihm jetzt erfahren, dass weiter nördlich die Straße rauf zwei Gestalten sind. Vielleicht können wir mit denen reden. Hier ist auf jeden Fall schon mal... Genau. Hier ist nochmal ein Wegweiser, Küstenweg bei Kerzenburg. Und hier sind die beiden Gestalten. Montaron, ihr seid so enervierend! Ihr stellt meine Geduld auf die Probe! Halt, Montaron. Dieser junge Wandelsmann ist in Not. Jemand hat es auf dich abgesehen, Fremder. Und du bist gerade noch einmal mit dem Leben davon gekommen. Die haben uns beobachtet. Das macht sie noch unsympathischer, dass sie einfach zugeguckt haben und uns nicht geholfen haben. Oh ja, Xa, sieht nach einem ziemlichen Rempler aus. Also, wir wissen, dass sie Xa und Montaron heißen. Und sie sehen beide nicht gerade sympathisch aus. In der Tat, ich kann euch als Geste des guten Willens heilende Tränke anbieten, wie ihr wollt. Gut. In unserer augenblicklichen Situation, auch wenn sie beide unsympathisch aussehen, nehmen wir jede Hilfe dankbar an. Also ich bin für jede Hilfe dankbar. Ihr habt vor diesen schlichten Tränken nichts zu befürchten und ihr sollt nicht einmal in meiner Schuld stehen, auch wenn euer Gewissen besser beraten sein soll. Ja, Zweideutigkeit, das macht sie schon mal unsympathischer. Gruppe hat einen Gegenstand gewonnen. Wie alle guten Menschen. Ja, wir sind eigentlich gute Menschen. Zum Lohn könntet ihr mit uns nach Naschke kommen. Da gibt es Schwierigkeiten und jede Menge Gerüchte um die örtliche Mine, denen wir nachgehen wollen. Einige unserer Bekannten sind wegen der Eisenknappheit sehr beunruhigt, besonders was die Frage der Schuld anbelangt. Ihr könntet uns dabei helfen, auch wenn ihr natürlich zu nichts verpflichtet seid. Wir sollten uns mit dem Bürgermeister der Stadt treffen, soviel ich weiß, ein Mann namens Baron Gastkill. Ja, also sie versuchen uns mehr oder weniger dazu zu bringen, sie mitzunehmen. Ja. Euer Gewissen soll euch leiten. Ja. Ich könnte jetzt mit ihnen gehen. Ich könnte sagen, ich will meinen eigenen Weg gehen. Oder ich könnte sagen, ich muss noch jemanden suchen. Wollt ihr mich begleiten? Also, danke für den Heiltrank, aber mit euch beiden möchte ich nicht unbedingt gesehen werden. Ihr seht mir zu zwielichtig aus. Also, du siehst aus wie ein Dunkelmagier und du wie ein Dieb. Und wir haben schon Immun in der Gruppe. Also, nein, danke. Ihr weigert euch. Ihr seid üble Gestalten und ich werde dafür sorgen, dass ihr dafür büßt. Ihr werdet schon sehen. Der fiese Monty wird es euch heimzahlen. Das garstige Kind. Jetzt muss er sich euretwegen ärgern. Jetzt muss dieser dämliche Magier wieder stundenlang rumzittern. Haut ab, ich will euch beide nicht mehr sehen. Gut, sie verdünnisieren sich. Das ist auch besser so. Wir haben aber auf jeden Fall einen Heiltrank bekommen, was gut ist. Nichts leichter als das. Ja, aber die beiden möchte ich nicht in der Gruppe haben. Wären wir ein Paladin jetzt, hätten wir sogar Böses entdecken, sprechen können und herausfinden können, dass die beiden böse sind. Nur mal so out of character. Aber rollenspieltechnisch waren sie mir einfach nicht sympathisch. Wir waren halt dankbar für den Trank. Sie haben gesagt, wir schulden ihnen nichts dafür. Aber mitnehmen wollten wir sie nicht unbedingt. Wenn er jetzt gesagt hätte, gut, gibt uns dafür ein paar Goldmünzen oder helft uns einen Wolf zu töten oder solche Sachen, hätten wir vielleicht noch ja gesagt, aber die mit nach Naschke schleppen, nach da unten, ganz in den Süden, so weit möchte ich mich mit denen nicht vortrauen. Was? Deswegen gehen wir nur mit Immun weiter. Nichts leichter als das. Jetzt nach Osten, in das östliche Waldgebiet, jetzt wo wir uns orientieren können, einigermaßen. Auch an Peter, der Sonne und allem. Wanderer, bleib mal kurz bei einem alten Mann stehen. Und kaum haben wir den nächsten Abschnitt erreicht, also man könnte fast sagen, hier sind 10 Meter zwischen dem Bild und dem anderen, werden wir auch schon wieder von einem alten Magier begrüßt. Also er sieht aus wie ein Magier mit dem Spitzhut und dem Stab.
Hallo Wanderer, verweilt einen Moment und tut deinem Mann einen Gefallen. Es ist schon fast 10 Tage her, dass ich eine Menschenseele hier auf der Straße gesehen und mich gut unterhalten habe. Heutzutage scheinen nur die Verzweifelten oder die Verrückten noch zu reisen. Wir sind wohl die Verzweifelten. Wenn ihr meine Freimütigkeit entschuldigt, welche Gruppe gehört hier an?